Darin Rudmann heute 6:3 gegen den HCD gewinnen. Die geforderte Reaktion ist eingetroffen von der ZSC Lions. Was hat man jetzt heute anders gemacht in der Defensive, dass man eben lang keine Gegentreffer bekommen konnte? Ich glaube, es hat beim Vorchecking angefangen. Wir sind mit dem Zweiten sind wir nicht so schnell reingestochen. Darum haben wir ein bisschen geduldiger gewesen. Und so haben wir sie in der neutralen Zone bessere Gap können haben und ein bisschen besser, schneller vor der blauen Linie können abfangen. Wie schafft ihr im Moment die Balance zwischen alle Welt schreibt nach in eine sportliche Krise rein, nach 3 Niederlagen mit 19 Gegentreffern und auf der anderen Seite Corona-Krise? Man weiss nicht, wenn man in den Bus hockt oder man Richtung Hallenstadion fährt, ob man kann spielen oder nicht? Ja, ist sicher ein bisschen schwierig, den Fokus zu behalten. Aber ich glaube, da muss jeder für sich schauen, möglichst aufs Spiel konzentrieren, alles so gut wie möglich ausblenden, auch wenn es ein bisschen blöd tönt, aber es ist schlussendlich einfach das, was zählt. Ja. Wie blendet der, oder wie macht es der Dario Trautmann? Möglichst wenig probieren, daran zu denken. Wirklich. Schlussendlich können wir das nicht beeinflussen. Wir können einfach spielen und alles andere liegt nicht in unseren Händen. Dario Trautmann, merci vielmals. Danke.